Weiter geht's. Heute gegen Borussia Dortmund zum Derby. Letztes Spiel in Freiburg haben wir ja verloren. Ich habe mir zwei neue Innenverteidiger Danke, verpflichtet. Dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Und dann gucken wir mal. So, dann machen wir. Ja, ich mache das jetzt gerade ein bisschen kurz und bündig. Los geht's gegen den nächsten Gegner. Und wie gesagt, da ist Borussia Dortmund. Mit drei Änderungen in der Startformation. Mit Musiala, Start Rashica. Der, ja gut, der hat gegen Freiburg getroffen. Savic, Akpo, Guma. Das soll unser neues Innenverteidiger-Pärchen sein. Es muss halt ein bisschen was passieren. Und wie gesagt, es soll noch ein Rechtsverteidiger kommen. Es soll auf jeden Fall zumindest noch ein Rechtsverteidiger und zwei Sechser kommen. Also drei Mann sollen auf jeden Fall noch kommen. Mal gucken, was noch so in dieser Mannschaft passieren wird. Die eine oder andere soll vielleicht noch weggehen. Gucken. Auf geht's. Borussia Dortmund. Fehlschuss vermeiden. Die Nervosität. Man spürt die Anspannung und man spürt die Vorfreude auf diese Partie. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen bessere Leistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzt. Naja. Über drei. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Mit der Nummer 13, Lucas Alario. Ja, viel wird heute passieren, hoffentlich. Entweder wir verkacken es richtig, dass wir einen Fehlstart heute kassieren. Oder wir gewinnen das Ding und haben zumindest ein bisschen Ruhe im Club. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Pablo Fornals steht mit Jadon Sancho auf dem Flügel. Und im Angriff werden sie heute zu Beginn mit zwei Stürmern auftreten. Mit zwei Stürmern sogar. Ich glaube, die Dortmund haben auch richtig aufgerüstet, muss man sagen. Den Haaland da vorne drin, den kriege ich nicht. 300 Millionen kostet der, über 320 Millionen als fest abgeschrieben habe. Das ist für uns nicht stemmbar. Punkt. Wo ich ihn gerne hätte, aber dafür fehlt uns halt ein bisschen Kohle. So, mal gucken, wie es in dieser Saison, wie es weitergeht in dieser Saison. Und jetzt geht's hier los mit dem Anstoß durch die Schalke. Unser Ziel ist es halt, das Ding heute nach Hause zu fahren irgendwie. Becker. Gutes Ding auf Alario! Erste Chance für Blau-Weiß, Lucas Alario. Der, wie gesagt, noch kein Tor geschossen hat. Der Neuzugang Rashica hat ja sein Tor in Freiburg gemacht. Man hat die Bayern geschlagen im Pokal, im Supercup. Aber. Heute zwei richtig tolle Spieler. Ne? Alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Ich glaube, das wird ein wirklicher Leckerbissen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich diese Offensivkräfte gegenüberstehen. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für... Ah, schön gemacht. Richter setzt sich durch gegen Telles. Und erste, nächste Chance Blau-Weiß. Also die wollen ja... Sommer, zweite gut. Hat die gut gehalten. Brandt.
Schöner Spielaufbau jetzt. Semedo gegen De Rosun. Jadon Sancho. Gut gemacht. Und na! Der ist nicht weg. Ecke. Ecke Borussia Dortmund. In der letzten Saison in Dortmund ja die Meisterschaft so ein bisschen vergeben, verkackt, wie auch immer. Das darf nicht passieren. Da kann der Hund ist auch sauer. Was macht ihr da, Jungs? Der Ball kommt rein. Savic, schön. Keine gute Verteidigung. Suazer. Abseits. Meiner Meinung nach. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Schöne Flanke jetzt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Ja, gut gelöst. Suazer. Könnte die Führung werden. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es spielt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Abseits. Schade. Naja, es ist jetzt gerade so ein bisschen. Die haben zwei gute Situationen gehabt. Eine ganz, ganz große. Die haben die Dortmunder auch gehabt. Naja, mal gucken. Pass auf den Flügel. Wir müssten eigentlich gewinnen, um diesen um einen Fehlstart zu vermeiden. Wie gesagt, ich will die Saison eigentlich wollten die Saison eigentlich auf den Titel angreifen. Sie wollen die Führung, aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Den hält er super. Horn hält jetzt gerade so ein bisschen die Schalke am Leben. Gefällt mir gerade nicht. Lange Flanke. Kolasinac. Das hat er nächste Ecke. So kommt der Schuss nicht durch. Der BVB mit der Ecke. Wenn sie die nutzen können, wäre das natürlich der Führungstreffer. Ecke kommt rein. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Da müssen sie auch gut gemacht da. Vielleicht die Konterchance. Marco Richter. Richter! Schalke führt. 38. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Neuigkeiten aus dem Volkspark. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier den zweiten Treffer für den Hamburger SV. Der neue Spielstand. Fällt mir gerade nicht. Und ja, und hier ein bisschen zu hastig abgeschlossen. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zeit. Keine Abseits, Becker. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Sommer kommt raus gegen Alario. 1-0 immer noch für den für die Blau-Weißen. Gegen Schwarz-Gelb. Eine Minute Nachspielzeit. Pablo. Von Hals. Oh, der. Und dann ist Pause. Ja, wie gesagt, unsere Aufgaben jetzt mal lösen. Das ist das Wichtigste. Mehr kann ich nicht tun gerade. Also Marco Richter 1-0. Mit einem Konter. Nicht für den BVB. Man legt hin. So, da gibt es jetzt Gelb für Dortmund. Durch, ich glaube, Chan oder so. Ja. So, gibt ihr Gelb? Er lässt noch, er lässt noch atmen. Sagt dann, na, nächste Situation, den Mama, da, kriegst du doch noch. Tor 2-0, Jamal Musiala. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
Heißt das Tor nochmal? Das ist natürlich eine gute Flanke. Ja, dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin. Jupp. Und damit führt man 2-0 gegen den BVB. Am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Dein erstes Bundesliga-Tor. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Fast der Fehlpass der Dortmunder. Erling Haaland. Das ist Brandt. Auch in dieser Szene ist er schön ganz gemacht. Sicher. Gutes Tackling. Ab geht's, der Rosun. Schalke jetzt über außen. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Schade. Ah, nicht. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für den HSV. Neuer Spielstand damit 3-1. Sancho. Gespielt sind 54 Minuten. Gegen Savic, der verlässt. Der lässt einfach mal kurz den Engländer stehen und sagt dann, das ist meiner. Zeit bemüht hat und nun ist es endlich gelungen, ihn zu verpflichten. Also mit ihm Ballverlust, der Dortmunder erinnert wieder an der Vorwärtsbewegung. Die kriegen es momentan nicht auf die Reihe. So, nächster Angriff. De Rosa und läuft gegen Semedo dabei weg. Ecke. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Ah, Dortmund kriegt es ein bisschen raus, aber kombiniert da hinten. Erling Haaland. Haaland. Schön gemacht, schön geholt, wieder. Da aber Ball dann der, Vorwärts, der Ball in der verloren. Ja, jetzt haben wir nochmal. Oder? Naja, doch nicht ganz. Wieder die Dortmunder, die da nachsetzen und dann den Ball sich holen. Guter Pass hier. Jetzt gestoppt. Hab dich. Savic, also den scheinbar hat es gelohnt, sich den aus Liverpool zu angeln. Es hat irgendwie funktioniert momentan da hinten drin. Noch. Jetzt zumindest. Kommt die Ecke. Mein komplett 100% kriegst du es eh nicht zu, aber. Erstmal geklärt, gibt Einwurf. Neuigkeiten aus dem Volkspark. Es ist ein schon wieder Hamburg. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier das nächste Tor für den Hamburger SV. Die Chance jetzt. Erhalten aus kürzester Distanz. Aber Horn, ja. Wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Ball bis jetzt verloren. Boah, war das Glück für Dortmund. Weil der nämlich auf... In Mainz, ja. Telle ist jetzt als Tempomacher gegen Mujellab, den er ausspielen kann. Jetzt zieht er in die Mitte. Erster Ball weggekretschen. Zerda. Nelson Semedo. Memedo, ja. Can. Jetzt geht's jetzt mal für die Weißen nach Hause. Genau, De Rosun. Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt erster Ebbe. Gute Chance. Latza. 3-0, Latza. Und das Tor. 87. Minute. Feierabend hier. Derby-Sieger. Der Ball streift da den Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen. So, super, 3-0. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Regulär sind es hier noch 3 Minuten.
Jadon Sancho. Emre Can. Also jedenfalls den... Eine Minute wird jetzt noch aufgebracht. Und da ist der Ball wieder weg. Fehlstart vermieden, Derby gewonnen, was willst du mehr? Man holt die ersten drei Punkte und das wird am 13. gegen Borussia. Pass. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er macht sein Tor, holt den Sieg, ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genau so hat er sich gesprochen. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal gelohnt, da nochmal zu investieren in diese Mannschaft. Dann nochmal 3-0, da meine ich schon noch Musiala und nochmal 3-0 geholt vor der Saison. Vor allem zwei neue Innenverteidiger geholt und die Truppe mal einfach zugemacht. Und wir denken, dass man auch, hätte auch anders ausgehen können. Wenn man hier zum Beispiel Dortmund sieht, die treffen da nicht. Was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch. Aber erstmal wichtig ist, dass wir es gewonnen haben. Das ist das Allerwichtigste. Dieses Derby gewonnen, nach Hause gefahren, 4-0 gewonnen, 3-0 gewonnen. Passt. Bin zufrieden. Ja, den Fehlstart haben wir definitiv vermieden. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen wieder mit dabei. Klar, ich will, wie gesagt, ich will Meister werden. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. 19 Millionen. Das heißt, ich kann mir da definitiv nochmal einen neuen Sechser kaufen. Was haben wir denn überhaupt auf dem Konto? Ja, ich träume schon ein bisschen von Coutinho, ne? Das ist halt das. Deswegen gucke ich immer wieder darauf, aber 17 Millionen haben wir auf dem Konto. Na, eine Frage haben wir von Paris. Krass. Haaland wirst du nicht kriegen, wie gesagt, ja, ist klar. Gucken wir es dann noch. Also ich will auf jeden Fall noch eine Innenverteidiger und zwei Sechser, das ist ganz klar. Guck mal gerade, was wir noch von freien Spielern so haben. Ob da irgendwas Bekanntes drauf ist, was man sagen. Ja, der könnte noch was passieren. Der könnte noch kommen. Ja, sieht aber nicht so aus, als wäre da irgendwas ziemlich Bekanntes drauf, wo man sagen könnte, den musst du jetzt unbedingt verpflichten. Aber die meisten, ne, zu knicken. Okay, alles gut. Mal gerade wegen Freigabesummen aus der Premier League, die meistens ja, ja so kommen könnte. James. Freigabesumme 56 Millionen, okay, der wird nicht kommen. Wir haben irgendwas mit 17 Millionen und den werden wir nicht kriegen. Das wäre auch so eine Idee gewesen. James zu holen, wenn wir jetzt erwarten. Aber oh, der wird definitiv vom Preis her definitiv nicht machbar sein. Ist also, ich glaube, die Transfers könntest du knicken. Ich guck mal gerade, ob ich defensiv nochmal defensiv gucken könnte. $129 Millionen, $46 Millionen. Ist ja Behörden mit Rahim. Aber wahrscheinlich, ne? Nee, das kannst du knicken. Die wirst du nicht kriegen. Die Spieler. Bundesliga. Ich gehe mal kurz in die Bundesliga. Ob da noch irgendwas ist, wo man sagen kann, ey, den kann ich den mal eben kurz wegschnappen. Akpoguma, ja, 20 Millionen hat er, ne? Wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Sechser. Das ist ganz klar. 17 Millionen haben wir auf dem Konto.
56. Jeremy Duziak, ja, der wird nicht so gut stark sein, dass wir den unbedingt holen müssen. Millionen. Teilweise irre Summen. Ich gucke nur gerade, wie gesagt, ob es irgendwie was für mich. Einen Spieler, den ich unbedingt holen müsste. Vor allem, was bezahlbar ist in erster Linie. Aber sieht wohl nicht so aus. 45 Millionen, ja. Musch. Ja, Paulinho keine, eigentlich keine Dingsumme. Eigentlich keine, obwohl Paulinho als Alternative zurückzuholen, wollen wir zu Liverpool und den als Sechser umzuschulen, dann hätte ich eine Alternative. Weil gerade auf der Offensive habe ich jetzt mit Musiala jemanden geholt. Ja, machen wir das. Was ist so Paulinho auf dem in Kader? Der Boss war seine 40 wieder, die der früher ja als Nummer hatte. Und ich behalte Paulinho und werde den dann umschulen auf als Sechser. Dann haben wir da eine Alternative. Weil er war eigentlich relativ gut als Spieler in. Bevor ich ihn abgegeben habe. Genau, da hat er sich geändert. Und jetzt braucht man nämlich nur noch einen Sechser und einen Rechtsverteidiger. Finanziell wird nicht, wird nicht mega viel drin sein. Ich muss dann Rudi zurückholen, ja. Klar. Das ist ein alter. Ja, nee. Nicht so Cemedo, 26 Millionen Zeile. Suazerda, 84 Millionen. Nee, da wird nichts kommen. Das ist klar. Ich glaube, mega viel werden wir nicht holen können. Ich musste ihn jetzt zurückholen, weil ich ihn. So, wir machen sofort jetzt Feierabend. Ich will jetzt kurz nicht mehr viel zu machen. Das heißt, Paulinho wird jetzt als Sechser spielen, ja. Dann habe ich eine Bombenalternative da vorne drin.
Ist halt so, er wird halt, muss halt lernen. Oder so, die Alternative, den Tausch machen. Nee. Machen wir so, passt. Nehmen wir einen Sechser als Defensive. Und Bujelab, ja, Pech für ihn nicht. Jo, so würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was mit der Mannschaft noch so passiert.